Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich mit euch Folgendes machen. Wie ihr seht, habe ich schon vier dicke Scheiben Rinderrouladen vorbereitet und dazu noch einen ganzen Haufen anderer Zutaten. Da hätten wir zum einen die Zwiebeln für die Füllung. Die werden wir jetzt gleich hier in Butter auslassen. Wie ihr hier seht. Dann ganz wichtig ist noch Speck mit Senf für die Füllung. Und zum Anbraten brauchen wir dann Lauch und etwas Wurzelgemüse. Eine Flasche Rotwein und nicht zu vergessen für die Füllung die Gürkchen. So, ich habe mein Herd jetzt hier auf Stufe 4 angeschaltet und gebe nun einen größeren Stein Butter in die Sauteuse. Da kann die Butter derweil schmelzen, während ich hier die Zwiebel in Streifen schneide. So, das muss gar nicht zu fein sein, weil wir die Zwiebeln jetzt schön in der Butter auslassen werden. Ich halbiere die einfach am Strunk, wie wir es schon in vorigen Folgen gesehen haben, und schneide dann Scheiben von der Zwiebel herunter. So, ihr seht, die Butter ist jetzt fast geschmolzen. Und ich gehe jetzt mit der Temperatur etwas hoch, so auf Stufe 5 bis 6 von meinem Herd. Und gebe jetzt alle Zwiebeln hier rein. Und das kann jetzt langsam vor sich hin brutzeln. Und wir lassen die Zwiebeln schön glasig werden. So, verrühren das Ganze. Wichtig ist, dass ihr mit wenig Hitze an die Zwiebeln rangeht. Und ihr seht, nach einiger Zeit werden die dann schon von alleine glasig. Und wir fangen jetzt an, die Rinderrouladen vorzubereiten. Ich habe hier vier große Scheiben aus der Oberschale. Die haben so in etwa 250 Gramm. So, die Rouladen breiten wir schön auf dem Brett aus. Und dann werden die jetzt gleich gewürzt mit Salz, Pfeffer und für die Füllung verwenden wir Senf, Frühstücksspeck und Gurken. So, als erstes kräftig würzen. Das ist wichtig, da wir dann beim späteren Ansetzen der Roulade wieder an Geschmack verlieren. Von daher kann die Roulade an sich schon kräftig, wenn nicht sogar überwürzt werden. Und wie ihr seht, bin ich jetzt hier auch mit dem Pfeffer nicht sparsam. Aber das verkocht sich dann später wieder. So, jetzt als Grundlage für die Füllung mache ich überall einen Löffel Senf auf jede Scheibe. Das ist ganz normaler mittelscharfer Senf. Da brauchen wir jetzt keinen extra Pommery-Senf oder sonstiges haben. Da reicht der normale Haushaltssenf. Und das verstreichen wir jetzt schön auf dem Fleisch. So, vielleicht sieht man es so besser. Und jetzt nehme ich meinen Bacon und lege Scheibe für Scheibe auf die Roulade. Der Bacon hat folgenden Sinn. Zum einen gibt er natürlich Geschmack, aber zum anderen verhindert er auch das Austrocknen der Roulade, weil wir dann natürlich nochmal eine Fettschicht oder eine Isolierschicht in der Roulade haben. Von daher können wir auch, wie auch generell eigentlich, mit dem Bacon nicht sparsam sein. So, ich lege jetzt noch hier die letzten Scheiben. So. Hier passt noch eine hin. Eine habe ich noch übrig, die machen wir jetzt noch hier vorne dazu. So. Dann habe ich hier kleine Gurkenstreifen geschnitten. Das bleibt dann jedem selbst überlassen, wie viel Gürkchen er in seine Roulade reinmacht. Aber so drei bis vier Stück
Streifen, also eine kleine Gurke. Dürfte es meiner Ansicht nach schon pro Roulade sein. Dann sehen wir jetzt unsere Zwiebeln. Die haben wir jetzt circa 10 Minuten auf dem Herd gehabt. Und die gebe ich jetzt als Füllmasse zu dem Bacon und den Gurken. So. Und dann kommen wir jetzt auch gleich schon zum spannenden Teil, dem Rollen der Rouladen. Hier nehme ich noch ein bisschen weg. So, ich zeige das jetzt mal aus der Seitenansicht. Und zwar geht ihr mit der Spitze, versucht ihr die ganze Füllung einzufangen und drückt die Spitze wieder unter die Füllung, sodass ihr gleich eine kompakte Roulade habt und von da an schön rollen könnt. Dass da links und rechts die Füllung etwas rausfällt, ist völlig normal. Ja, wie ihr das jetzt hier seht. Dann fixieren wir das. Ich habe jetzt hier so ein Holzstäbchen. Das stecken wir einfach in die Roulade rein. Und fixieren das Fleisch. Später beim Anbraten hängt das Ganze dann auch durch das Eiweiß noch besser zusammen. Und ich zeige euch das jetzt nochmal im Schnelldurchgang bei den anderen Rouladen. Wie gesagt, dass da was neben rausfällt, ist völlig normal. Aber das können wir dann später für unsere Soße wieder verwenden. Es gibt auch noch die Möglichkeit, die Roulade zu binden, wo man dann einen Bindfaden später entfernen muss. Aber ich finde diese Variante sinnvoller, weil man dann einfach nur ein Holzstäbchen rausziehen muss und dann pro Roulade ein Holzstäbchen hat und nicht dann noch groß die Fäden aus der Roulade operieren muss. So. Ja, ihr seht, das sammelt sich doch noch einige Füllung an, aber da komme ich später noch dazu. Die letzte Roulade. So, ich habe jetzt hier, ich weiß nicht, ob man das gut erkennt, eine etwas tiefere Pfanne gewählt. Ihr könnt das natürlich auch in einem Topf machen. Und habe jetzt etwas Fett in die Pfanne gegeben. Und dann braten wir die Rouladen zuerst auf der gewickelten Seite an. Einfach damit die Stelle, an der wir sie zusammengewickelt haben, durch das Anbraten sich auch nochmal verschließt. Das Ganze jetzt mal ein bisschen abgekürzt. Die lagen jetzt so 3-4 Minuten auf der Seite. Und jetzt drehen wir die Rouladen gleichmäßig nach und nach, sodass wir rundherum eine schöne Farbe bekommen. Ja, das braucht noch ein bisschen. Ja, ihr seht. Hier bekommen wir dann langsam Röstaromen an die Roulade. Wichtig ist auch, ihr könnt der Roulade ruhig etwas mehr Farbe geben, da wir durch das spätere Einlegen in der Soße dann auch da wieder etwas einbüßen werden, aber natürlich sollten sie dann auch nicht schwarz sein, wenn ihr sie anbratet. So, die Rouladen waren jetzt etwa 10 Minuten in der Pfanne. Ich drehe sie jetzt nochmal. Falls ihr da noch einige Stellen habt, die nicht angebraten wurden, holt das ruhig nach. Die Zeit sollte man den Rouladen geben. So, dann holen wir jetzt die Rouladen für eine kurze Zeit aus der Pfanne heraus.
und geben unser Wurzelgemüse. Ich habe jetzt hier ein paar rote Zwiebeln, Karotten und Sellerie in die Pfanne und rösten das Gemüse in dem Rouladenansatz an. Noch ein bisschen Öl dazu. So, man sieht jetzt schön, wie das Gemüse röstet. Auch das braucht einige Zeit, lasst euch nicht durch die Schnitte täuschen. Für das Ansetzen des Röstgemüses werden auch so in etwa eine Viertelstunde anfallen. Insgesamt. Und wenn ihr die ersten dunklen Stellen am Gemüse habt, geben wir ein bisschen Tomatenmark dazu. Unsere restlichen Zwiebeln. Tomatisieren das ganze Gemüse nochmal, braten aber weiter das an und zum Schluss geben wir erst den Lauch dazu. Den Lauch geben wir jetzt erst dazu, weil er sonst verbrennen würde, wenn wir ihn am Anfang mit dazu geben würden, weil Lauch natürlich eine ganz andere Konsistenz als beispielsweise Sellerie oder Karotten hat. So, wir haben das Gemüse jetzt etwa 10 bis 15 Minuten geröstet und jetzt lösche ich zuerst mit einem kleinen Schluck Rotwein ab. Verteile das Ganze. Und lasse den Rotwein jetzt mit dem Gemüse etwas reduzieren. Da gibt es auch zahlreiche Ammenmärchen, dass wir da den Geschmack, mit dem man die Soße ansetzt, oder mit dem Rotwein, mit dem man die Soße ansetzt, später noch in der Soße schmeckt. Das mag vielleicht sein, wenn man kurzfristig, kurz vor Anrichten, einen kleinen Schluck Rotwein reingibt, aber in unserem Fall, wenn wir jetzt hier 1 bis 1,5 Stunden eine Soße ansetzen, merken wir dann nichts mehr von dem ursprünglichen Geschmack des Rotweins. Von daher braucht ihr nicht den teuersten Rotwein nehmen, aber ihr solltet vielleicht auch nicht den günstigsten nehmen. So, ich gebe jetzt die Rouladen auf unser Wurzelgemüse. Noch den restlichen Saft, der sich da gesammelt hat, dazu. Und lösche jetzt mit dem restlichen Rotwein die Rouladen und das Gemüse ab. So, dann geben wir einen Deckel drauf und lassen das Ganze jetzt in etwa eine halbe bis dreiviertel Stunde köcheln und schauen ab und zu mal nach unseren Rouladen. So, die sehen jetzt ganz gut aus. Aber man erkennt auch hier ganz deutlich anhand dieser leichten Markierung, wo die Rouladen im Rotwein gelegen haben und wo nicht. Deswegen drehen wir sie ab und zu mal, sodass das Fleisch auch von allen Seiten gleichmäßig zart wird. Sollte mal ein bisschen Flüssigkeit fehlen, könnt ihr mit Wasser oder Fond oder Brühe, was ihr gerade zur Hand habt, aufgießen. Das schadet der Soße nicht. So, ich schnappiere das Fleisch nochmal und das Ganze geht dann nochmal, ja, ich würde fast sagen 20 Minuten so weiter. So, jetzt haben wir unsere Rouladen in etwa für eine Stunde in der Flüssigkeit drin, sind noch ein bisschen fest. Das heißt, ich lasse ihn nochmal ziehen und man sieht jetzt schon ganz schön, wie sich hier eine leckere Soße entwickelt. Die Farbe ändert sich. Und ich lasse die Rouladen jetzt nochmal einige Minuten, so circa 30 Minuten, nochmal langsam ziehen. Einfach, dass wir noch zartere Rouladen bekommen. Und wenn ihr das jetzt hier seht, wie schön die Soße eingekocht ist. Wir hatten die Rouladen jetzt circa 90 Minuten in der Soße drin. Ich hole die jetzt hier raus und unseren Soßenansatz werde ich jetzt hier gleich durch ein Sieb passieren. Ihr könnt natürlich auch ein feineres Sieb nehmen, aber ich bin der Meinung, bei Rouladen kann es ruhig etwas kräftiger oder etwas gröber sein. Von daher reicht hier so ein einfaches Haushaltssieb. Da kippen wir jetzt unseren Soßenansatz in einen kleinen Topf.
So, das Gemüse kann weg. Und ihr seht, ich habe jetzt hier eine schöne Rouladensoße. Reduziere die auch noch auf mittlerer Stufe etwas ein und binde sie später noch mit etwas Mehlbutter ab. So, die lassen wir jetzt etwas köcheln. Dann habe ich mir jetzt hier Mehlbutter vorbereitet. Das Ganze verkochen wir jetzt. Einmal aufkochen, dadurch haben wir eine etwas dickere Soße. Und während die Soße jetzt vor sich hin köchelt und etwas dickflüssiger wird, schneiden wir am besten mal die Rouladen an. Ich hoffe, man kann das hier schön sehen. Ich entferne den Fleischspieß, den Holzspieß. Man erkennt an dem Holzspieß, wenn der leicht vom Fleisch runtergeht, dass die Roulade fertig ist. Und wenn ich das jetzt hier anschneide, sieht das Ganze doch recht lecker aus. Und wie immer gibt es auch ein Foto. Ich habe die Roulade jetzt hier auf einem Karotten-Kartoffelstampf mit der eigenen Soße angerichtet. Das Rezept gibt es wie immer auf herdblog.de. Folgen könnt ihr mir via Twitter @herdblog. Und mein neuer Partner Butch würde sich über einen Besuch auf butch.de sicherlich auch freuen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Bis demnächst.